Die erste kosmische Geschwindigkeit. Nochmal ganz kurz zurück. Wenn ich sage, wir kennen den Satz F ist M mal A, dann ist es bekannt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und wir möchten jetzt mal aber nur von einer einfachen gleichförmigen Kreisbewegung ausrechnen, wie groß muss denn die Radialkraft sein. Dann müssen wir mit der sogenannten Kreisbeschleunigung, Radialbeschleunigung, Zentripetalbeschleunigung, das sind alles die gleichen Worte, rechnen. Ich habe das alles hier schon mal vorbereitet, weil die Malerei dauerte ganz schön lange. Also, die Radialbeschleunigung beträgt v Quadrat durch r. Also praktisch die Bahngeschwindigkeit durch den Radius, durch den Abstand. Hier ist der Radius. Na, so. Wenn ich sage erste kosmische Geschwindigkeit, was heißt denn das? Das ist die Geschwindigkeit, die ein Satellit zum Beispiel braucht, um auf wenigstens einer gleichförmigen Kreisbahn zu bleiben. Ich habe dann mal ein Beispiel zur Berechnung genommen. Ich habe mal gesagt, da wo die Erdatmosphäre so ungefähr wirklich zu Ende ist, also wo nicht mehr viel Gasteilchen nachgewiesen werden können, da habe ich eine Höhe von 180 Kilometer über der Erde. Nebenbei, der Radius der Erde sind 6.371 Kilometer. Wir dürfen das dann nicht vergessen. Aber nochmal zurück zu der ganzen Geschichte. Wenn ich sage also, um den Satelliten auf dieser Kreisbahn zu halten, muss so wie hier eine Radialkraft wirken. Und das ist die Anziehungskraft. Die berechnet sich in diesem Fall, also die Radialbeschleunigung für diesen Fall eines Satelliten ist die Gravitationskonstante. Leute, guckt noch mal hier auf die Links. Ich werde hier Links anfügen. Das Video wartet hier, ihr verpasst nichts. Da geht es dann zum Beispiel zur Gravitationskonstante und so weiter. Da erscheint hier oben immer ein i und dann so ein Teaser zum Lesen, was da, worum es da eigentlich geht. Die Gravitationskonstante also mal die Masse der Erde, die habe ich deswegen mal groß geschrieben, wird gerne mal bei solchen wahnsinnigen Massen auch groß geschrieben und geteilt durch den Radius zum Quadrat. Naja, ich möchte aber eine Geschwindigkeit haben. Hier steht aber keine Geschwindigkeit drin. Ja, dann ersetze ich AR nochmal durch V Quadrat durch R. So wie hier. Das habe ich bloß ersetzt, AR. Ne? Dann stelle ich entsprechend um. Vielleicht werde ich nochmal einen Link einfügen, wie man Gleichungen umstellt. Und dann geht das los. Dann habe ich zum Schluss V ist, und da steht die Formel, Wurzel aus G mal M durch R. Mal ein Beispiel zur Berechnung. Und auch wie man dann mit SI-Einheiten umgeht. Wahrscheinlich will ich dann noch einen Link hier anfügen zum Thema SI-Einheiten. Und zwar habe ich mir mal gesagt, ich nehme diese Formel zum Berechnen und möchte mal die erste kosmische Geschwindigkeit für eine Höhe von 180 Kilometern ausrechnen. Ich habe mal die Masse der Erde mit hingeschrieben und auch nochmal die Gravitationskonstante. Vergesst die Links nicht, falls ihr nicht mehr wisst, was das ist. Und dann habe ich einfach statt G, das Schwarze hier ist die Gravitationskonstante, die entsprechenden Zahlen und Einheiten eingesetzt. Statt Masse der Erde, diese 5,972 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Man könnte es auch in Tonnen machen, aber dann gehen die Kilogramm später nicht zu kürzen. Und jetzt kommt das Verrückte dabei: die 180.000 Meter, also 180 Kilometer Höhe, plus, wir wollen ja den echten Bahnradius haben und der ist nun mal im Mittelpunkt der Erde, plus die 6.371.000 Meter, die der Erdradius groß ist. Jetzt mal ein Tipp. Wenn man damit rechnet, geht das am allerbesten, dass man meinetwegen ruhig farbig schreibt, ist nicht das Problem, dann behält man die Übersicht, dass man sich alle Zahlen erstmal nach vorne holt und die Einheiten nach hinten. Alle Einheiten hier rausgeschrieben, nach hinten gesetzt, dann sieht das so aus. Dann kann ich nämlich in diesem Fall die Kilogramm kürzen. Ich kann die Kubikmeter und die Meter vom Radius hier kürzen. Es bleibt Quadratmeter und Quadratsekunde übrig und wenn ich daraus die Wurzel ziehe, bleibt Meter pro Sekunde. Vielleicht kriege ich noch den Link unter, wie man mit Potenzen und so weiter umgeht, weshalb das dann Meter pro Sekunde wird. Jetzt habe ich hier vorne alle Zahlen, die kann ich bequem in den Taschenrechner eintippen. Ja, Moment. Die Potenzen, die kann ich hier unten 10 hoch 11 und 10 hoch 6 habe ich zusammengefasst. Ich habe also nicht mit so vielen Nullen gearbeitet, sondern ich habe einfach die Potenzen zusammengefasst. Hier noch 11 und 10 hoch 6 sind 10 hoch 17. Und diese 10 hoch 17, die kann ich hier entsprechend mit den 10 hoch 24 kürzen. Hier bleibt 10 hoch 1, hier bleibt 10 hoch 7 übrig. Dieses 10 hoch minus 11 rutscht unter den Bruchstrich. Bei den Potenzen nochmal gucken, notfalls.
So, und dann ist es einfach, wenn ich den Kram in den Taschenrechner eingetippt habe, noch entsprechend mal 10 hoch 7 mal genommen, daraus die Wurzel gezogen habe, komme ich auf 7800 Meter pro Sekunde. Das ist furchtbar schnell nebenbei, aber 7800 Meter sind 7,8 Kilometer pro Sekunde bleibt. Man könnte es jetzt noch in Kilometer pro Stunde umrechnen, falls ich noch einen Link dazu finde. Auch das ist sehr schnell. Es sind so ungefähr 10 Kilometer pro Sekunde, glaube ich. So, ich hoffe, das hat soweit geholfen und wir machen dann später weiter mit der zweiten kosmischen Geschwindigkeit und der dritten. Die zweite, schon mal gesagt, ist die Fluchtgeschwindigkeit, um von der Erde wegzukommen. Also nicht ewig auf einer Kreisbahn rumzufummeln, sondern einfach mal von der Erde so weit wegzukommen, dass es sich zum Beispiel lohnt, den Mond anzufliegen. Oder die dritte, um aus dem Sonnensystem, aus unserem zu entfliehen und so weiter. Kommt dann aber später. Ich hoffe, jetzt sind schon die Links hier erschienen und ihr bildet euch entsprechend mit den Links auch weiter. Und ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Und ja, hinterlasst mal einen Daumen oder irgendwelche Wünsche, falls ihr noch was anderes wissen wollt. Und es nicht schon findet per Suchfunktion. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.